Hallo zusammen, ich möchte mit euch diese Gleichung lösen. Zugegeben, diese Gleichung sieht ziemlich herausfordernd aus und solltet ihr vielleicht noch keine Lösung gefunden haben, dann könnt ihr euch einfach einmal diese Wissensbox anschauen und vielleicht helfen euch diese kleinen Tipps, die hier stehen, weiter, um diese Gleichung doch noch eigenständig zu lösen. Wenn wir uns zunächst einmal nur den Zähler anschauen, hier kommt 9 hoch x vor, 8 hoch x und dann haben wir hier die 72 hoch x. Und 72 lässt sich aber auch als Produkt von 9 und 8 darstellen, also 9 mal 8. Und dann haben wir hier schon einmal einen Term, wo ganz viele 9 und 8 vorkommen und vielleicht kann man dann damit etwas machen. Und das soll auch zunächst einmal unsere erste Umformung sein. Also wir können 72 hoch x auch schreiben als 8 mal 9 hoch x und den ganzen Rest, den lassen wir zunächst einmal so stehen, also minus 9 hoch x plus 8 hoch x minus 1. So, dann der Nenner 3 hoch 2x plus 72 hoch 0. Den Nenner wollen wir auch schon gleich einmal etwas umformen, und zwar 3 hoch 2x. Hier gibt es das Potenzgesetz a hoch m in Klammern hoch n ist gleich a hoch m mal n. Die Exponenten werden also miteinander multipliziert. Und wichtig ist, hier steht ein Gleichheitszeichen dazwischen. Das heißt, wir können von links nach rechts, können aber auch von rechts nach links umformen. Und wir wollen jetzt hier tatsächlich einmal von rechts nach links umformen, also diese Form in diese bringen. Und das bedeutet, wir können dann 3 hoch 2x auch schreiben als 3 hoch 2 in Klammern hoch x. Dann plus 72 hoch 0. Und generell ist es so, wenn im Exponenten die 0 steht, dann kommt für diese Potenz immer 1 raus. Also 72 hoch 0 ergibt dann einfach 1. Und es kommt 511 heraus. Jetzt formen wir weiter den Zähler um. 8 mal 9 in Klammern hoch x. Hier können wir dieses erste Potenzgesetz anwenden, nämlich a mal b in Klammern hoch n, ist das gleiche wie a hoch n mal b hoch n. Das heißt, 8 mal 9 in Klammern hoch x ist auch das gleiche wie 8 hoch x mal 9 hoch x. Dann minus 9 hoch x plus 8 hoch x minus 1. Und im Nenner rechnen wir zunächst einmal noch 3 hoch 2 aus. 3 hoch 2, das ergibt 9. Wir erhalten damit also 9 hoch x plus 1. Weiter geht es dann mit dem Zähler. Und zwar seht ihr, dass dort ziemlich oft 9 hoch x oder 8 hoch x vorkommen. Und das bedeutet, dass wir hier das Distributivgesetz anwenden können. Und mit dem Distributivgesetz kann man, wenn wir das von rechts nach links anwenden, eine Summe in ein Produkt umwandeln. Und Produkte sind in der Mathematik oft sehr viel günstiger, weil wir dafür viel mehr Rechengesetze haben. Also wir wollen diese Summe in ein Produkt umwandeln. Wie geht man dabei vor? Wir müssen das, was in beiden Summanden vorkommt, das faktorisieren wir, das können wir vor die Klammer ziehen. Also, jetzt können wir beispielsweise 8 mal 9x minus 9 hoch x faktorisieren. Und zwar klammern wir die 9 hoch x aus. Wir erhalten damit 9 hoch x. Dann von dem ersten Summanden bleibt noch 8 hoch x übrig. Also 9 hoch x mal in Klammern 8 hoch x minus. Das übernehmen wir. Und hier könnt ihr euch auch vorstellen, dass hier steht 1 mal 9 hoch x. Das heißt, wenn wir 9 hoch x ausklammern, dann bleibt hier noch die 1 stehen. Also in Klammern 8 hoch x minus 1 plus 8 hoch x minus 1. Den Nenner, den lassen wir so. 9 hoch x plus 1 ergibt gleich 511. So, wenn ihr euch jetzt einmal den Zähler anschaut, dann seht ihr, wir haben hier 8 hoch x minus 1 und dann haben wir hier noch einmal 8 hoch x minus 1. Das heißt, wir können das Distributivgesetz noch ein zweites Mal von rechts nach links anwenden. Und zwar ist jetzt das, was den beiden Summanden gemeinsam ist, 8 hoch x minus 1. Wir klammern also 8 hoch x minus 1 aus. So, damit erhalten wir
8 hoch x minus 1 mal. Und dann bleibt jetzt von dem ersten Summanden 9 hoch x übrig. Und von dem zweiten, hier könnt ihr euch auch wieder vorstellen, einmal in Klammern 8 hoch x minus 1 bleibt dann also die 1 übrig. Insofern erhalten wir dann 9 hoch x plus 1. Im Nenner bleibt 9 hoch x plus 1. Und es kommt 511 heraus. Wie cool ist das denn? Das heißt, wir haben jetzt hier im Zähler den Faktor 9 hoch x plus 1 und wir haben auch im Nenner 9 hoch x plus 1. Das heißt, hier können wir 9 hoch x plus 1 kürzen. Und damit bleibt auf der linken Seite dann nur noch stehen 8 hoch x minus 1 ist gleich 511. Als nächstes addieren wir 1. Wir erhalten dann 8 hoch x ist gleich 512. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass die 8 und auch die 512, das sind Zweierpotenzen. Das heißt, 8 können wir auch schreiben als 2 hoch 3 hoch x. Und 512 ist 2 hoch 9. So, wenden wir jetzt noch einmal das zweite Potenzgesetz an und dieses Mal von links nach rechts, also a hoch m in Klammern hoch n ist das gleiche wie a hoch m mal n. Damit erhalten wir dann 2 hoch 3 mal x und das ist gleich 2 hoch 9. Und jetzt ist man versucht, weil die Unbekannte im Exponenten steht, dass man diese Gleichung jetzt mit dem Logarithmus lösen möchte. Muss man hier aber gar nicht, weil wir können hier den sogenannten Exponentenvergleich durchführen. Auf der linken Seite vom Gleichheitszeichen steht eine Potenz, auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen steht eine Potenz. Die Basen sind gleich. Und jetzt sind die Potenzen gleich, wenn auch noch die Exponenten übereinstimmen. Ich habe das hier einmal verallgemeinert aufgeschrieben. Also a hoch m ist gleich a hoch n. Die Basen stimmen überein. Und das ist äquivalent dazu, wenn wir diese Gleichung lösen, dass dann eben auch die Exponenten übereinstimmen müssen. Der sogenannte Exponentenvergleich. Damit erhalten wir 3 mal x ist gleich 9. Eine lineare Gleichung. Wir dividieren durch 3 und erhalten dann x ist gleich 3. Und damit haben wir die Lösung für diese Gleichung gefunden. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.